Hallo Leute und willkommen hier bei Mi Apple Cat. Den Ton, den ihr jetzt gerade hört, der kommt vom Kabel, denn ja, ich hänge hier am Kabel dran mit meinem Mikrofon, aber da hat sich mal unter anderem der Julian Helbig hier gedacht, das kann man doch besser machen über Funk und hat hier das Magic Mic sich ausgedacht und zwar schon in der dritten Generation. Das sind Ansteck-Funk-Mikrofone mit Ladebox und die sollen halt sehr gut funktionieren für Livestreaming, Videoaufnahmen, Musikaufnahmen und solche Geschichten. Und die will ich mir heute mal mit euch gemeinsam anschauen. Wir machen ein kurzes Unboxing und testen und vergleichen auch mal den Ton, ob der wirklich hält, was er verspricht und ob der eine Alternative wäre. Weil es ist auch echt manchmal schön, auch mal ohne Kabel rumlaufen zu können bei einigen Videos. So, also legen wir los. Wenn ihr schon Interesse habt, Link ist hier unten in der Videobeschreibung für euch vom Magic Mic. Wir packen hier erstmal aus. Also ich ziehe, hab's falsch rum, so, und ziehe nochmal weiter. Dann haben wir hier schon mal die erste Einsicht in die Packung. Das hier wird schon, oh ja, das geht ja richtig tief rein. Da ist das ganze Ladecase wohl drin mit den Mikrofonen. Schön eingepackt. Jo, sieht aus wie eine sehr große Packung für In-Ear-Kopfhörer. So, mal schauen, was wir hier noch mit dabei haben. Als nächstes kommt nochmal ja, eine Ziehharmonika-Anleitung. Ja, da wird nochmal ein bisschen erklärt, was dort wo gedrückt werden kann. Ja, und dort haben wir es auch natürlich schön auf Deutsch. Wunderbar, so brauchen wir es, das ist gut. Eine Box ist hier noch drin, da wird wohl doch ein bisschen Kabellage sein, denn man muss ja hier auch mal zwischendurch aufladen können. So, schauen wir rein. Was haben wir denn hier alles? Hui, eine ganze Menge an Kabeln. Einmal, ach, schaut mal hier, Kopfhörer, kabelgebundene Kopfhörer mit Klinkenanschluss. Okay, dann hätten wir hier einmal ein USB-A auf, was ist denn das? Ist das ein Kombikabel oder was? Da habe ich ja zweimal USB-C und einmal USB-A. Lasst mich, ach natürlich, damit man, es sind ja zwei Mikrofone hier mit dabei, ne, damit man die auch dann gleichzeitig aufladen kann. Gut, sehr schön mitgedacht, so muss das doch sein. Dann hätten wir hier nochmal ein kurzes USB-C auf C. Dann hätten wir ein, das ist dann zum Anschließen von den Kopfhörern, von der, vom Transmitter vermute ich mal. Dann schön das ganze USB-C auf Lightning, ne, gibt es ja auch noch. Dann haben wir hier ein Klinke auf Klinke, noch ein Klinke auf Klinke Kabel und ganz wichtig, zweimal den Mini-Zwilch, also diese kleinen Fellaufsätze, die man, die man aufs Mikro draufpackt, damit keine Windgeräusche zu hören sind, wenn man draußen ist und es ist mal ein bisschen windiger, habe ich hier meinem Mikro auch immer drauf. Sehr, sehr wichtig für guten Ton gerade draußen, das sage ich euch. Also, ja, ich würde mal sagen, auf den ersten Blick alles mit dabei, was man braucht. Ich lege das mal zur Seite und wir schauen uns die Box an. Ja, Magic Mic ist vorne aufgedruckt, hinten haben wir den USB-C-Anschluss, um die Box aufzuladen. Die dient genau wie bei In-Ear-Kopfhörern natürlich auch als mobile Ladestation. Und ta-ta-ta-ta, wir öffnen. Ja, da liegt alles schön drin. Und, ups, ja, jetzt schon wieder zu. Ich denke mal, wir haben hier einmal den Transmitter. Das Gerät schließt man dann dort an, wo man den Ton reinhaben will. In meinem Fall hier in meine Kamera, ans Smartphone. Da haben wir auch USB-C, Klinkenanschluss. Wir haben einen Clip, um es irgendwo zu befestigen und noch zwei Knöpfe, einmal Bluetooth, einmal lauter leise, die sind wohl doppelt belegt und hier unten, das sind die Kontakte zum Laden. Hier unten ist das dann in der Ladebox drin. Ich mache es nochmal kurz rein, er hat sich auch schon aktiviert. Dann haben wir hier einmal das Magic, ich mache mal die Folie ab, das Magic Mic Mikrofon Numero Uno, das wir hier haben. Wir haben hier ein paar Digitalanzeigen. Ob der Pegel wohl zu hoch ist, ob stumm geschaltet ist oder wahrscheinlich ob verbunden ist. USB-C, Klinkenanschluss, nochmal drei Knöpfchen, wo man dann hier Einstellungen machen kann. Auch dort doppelt belegt und hier oben das eigentliche Mikrofon. Und ah ja, das habe ich schon gesehen. Hier kann man dann den Windschutz drüber stöpseln. Ja, da haben wir hier diese Plastiknupsis und dann geht das einfach wohl so. Genau. Und dann, ja, sieht es direkt auch schon viel stylischer aus.
Sehr schön. Ihr seht, hier will sich auch schon was verbinden. Das Ganze gibt es dann natürlich noch als zweite Ausfertigung. Ja, macht schon mal einen guten Eindruck. Ich werde das Ganze hier so testen, dass ich jetzt hier mir mal das Käbelchen mit Lightning schnappe. Ich mache es hier mit dem 12 Pro Max nämlich. Da kommt dann einmal das Lightning-Kabel hier rein und in den Transmitter stecke ich dann, wo ist denn der Anschluss? Da, das USB-C-Käbelchen rein. So, die Verbindung wurde schon automatisch hergestellt. Ich werde jetzt hier einfach mal eine Memo-Aufnahme, eine Sprachmemo starten. Moment, da und läuft. Da sieht man jetzt schon, das wird hier übers Mikro aufgenommen. Und wenn ich mal näher rangehe, kann man hier auch deutlich sehen, dass hier die Ausschläge größer werden und ich gehe wieder weiter weg. Also Verbindung steht schon. Plug and play, super easy, so soll es sein. Jetzt stöpsle ich mir das mal oder mach's mir mal hier. So, genau, an mein T-Shirt dran, direkt neben mein anderes Mikrofon und kann dann mit euch mal ein bisschen hin und her schalten. Und dann können wir mal hören, wie sich das Ganze hier im Vergleich anhört. Ihr hört immer wieder hier das Magic Mic und dann mein Standard-Kabelmikrofon und könnt dort gerne mal jetzt vergleichen, was euch besser gefällt. Das Gute ist auch, wenn ich jetzt gleich mal hier mein, Moment, jetzt mache ich das, mein Standard-Mikro mal wegnehme, da ist es, ihr seht es auch mit Wuschelpuschel, und gehe jetzt einfach mal ein bisschen weiter weg. Das mache ich jetzt mal mit euch hier in der Kamera. Ihr hört nur noch den Ton des Magic Mic. Wie gesagt, der Transmitter oder Empfänger, der liegt hier. Und ich habe das Magic Mic hier angeschlossen. Und wir gehen einfach mal ein bisschen weg. Wir gehen mal weiter weg, sind kabellos, natürlich verbunden. Da hinten liegt der ganze Kladderadatsch. Sehr schön. Und ich kann mich hier im Raum dann mit euch frei bewegen. Und ihr könnt dann mal hören, ob wir irgendwelche Abbrüche haben, ob es stottert oder was weiß denn ich. Ja, ich hoffe nicht. Ja, scheint auf jeden Fall, wenn ich hier auf die Anzeige schaue, schon mal gut zu funktionieren. So Leute, ich habe das Teil jetzt mal hier an meine Actioncam angeschlossen. Hier seht ihr, hier ist das Mikro. Hier unten ist der Empfänger mit USB-C-Kabel hier angeschlossen. Den könnte ich ja jetzt auch noch, mache ich auch hier festklippen. Ich werde eine kleine Probefahrt machen, denn mein E-Scooter, ja, der hat einen Platten gehabt und ich habe da einen neuen Reifen verbaut, einen Vollgummireifen hinten. Und da will ich doch direkt mal sehen, wie gut der funktioniert. Und dann können wir auch mal hier im windigen Echteinsatz schauen, wie gut das mit dem Mikrofon hier klappt. Ihr könnt ihn sehen, mein neuer Reifen, Vollgummi unplattbar. Vorne noch der Originalreifen, der schon fast 4000 Kilometer auf der Uhr stehen hat. Ja, und ich würde sagen, der Reifen, der fühlt sich schon mal gut an. Ich hoffe, der Ton ist auch gut. Es ist durchaus leicht windig heute. Aber durch den eingebauten oder aufgesteckten Mini-Zwilch dürften wir da ja gar keine Probleme haben. Ich rede jetzt auch bewusst leise. Denn ich habe es recht nah am Mund positioniert und ich denke, da reicht auch so eine ganz normale Lautstärke schon aus, dass ihr mich gut versteht. Ja, ich konnte nicht warten, ich habe gerade das Video zu Ende gedreht und dann dachte ich mir, komm, mach mir doch direkt mal hier anlassbezogen den ersten Echtzeit-Outdoor-Test, wie gut das hier mit dem Magic Mic der dritten Generation funktioniert. So. Also mein Reifen klappt, ich denke das Mikro auch, zurück ins Studio. Ja, und was man dort sehr gut gehört hat, ist, dass hier die Geräuschunterdrückung echt sauber und ziemlich intensiv arbeitet. Hat sich deswegen auch alles so leicht, sage ich mal, artifiziell angehört. Aber ich will euch noch eine Aufnahme vorspielen. Ich habe nämlich auch einen Reichweitentest mit dem Magic Mic 3 aufgenommen. Und das klingt dann schon ganz anders, denn dort wollte ich natürlich die komplette Umgebung haben. Nicht nur meine Stimme, sondern ich wollte das komplette Erlebnis natürlich aufnehmen und das ohne Geräuschunterdrückung. Das könnt ihr euch jetzt mal hier anhören. Ja, im Gegensatz zu hier. Allerdings, hier ist man mal nur ein Stückchen überflutet. Das wird nicht allzu tief sein. Ich glaube, ja, ich riskiere es nochmal. Oh. Schlechte Idee. Oh, schlechte Idee, Leute.
Verdammt. Verdammt, das war tiefer als ich dachte. Da ging es bis über den Motor hoch. Ich hoffe, der ist alles gut verkapselt. Ja, das war ein bisschen grenzwertig. Nun gut, kommen wir zum Fazit. Mein Fazit ist, sie klingen natürlich, ist beim Mikrofon immer so eine Sache, jedes Mikrofon klingt anders. Das hier klingt anders als mein Pusche-Mikrofon mit Kabel, aber ich finde, die können hier auch einen guten Ton abliefern. Ich würde jedoch auf die Geräuschunterdrückung meistens verzichten, außer es ist wirklich mal sehr, sehr laut. Was auch ein kleines, ich sag mal, technisches Manko ist, ist, man kann hier nicht ewig aufzeichnen. Habe ich bei meinem Reichweitentest jetzt natürlich gemerkt. Ne? Nach einer Stunde war hier der Akku platt und ich habe es leider nicht mitbekommen. Zum Schluss war der Ton dann nicht ganz so schön gewesen. Wäre nett, wenn da vielleicht auch irgend so ein Piepton oder sowas kommt, wenn der Akku dann leer ist, dass man zumindest mal mitbekommt, wenn es soweit ist. Denn ich hätte ja mal flott aufladen können. Das praktische Case gibt es ja mit dazu und dann packt man Mikrofon und Empfänger einfach hier rein und kann nochmal aufladen. Insgesamt ein schönes Produkt, hat mir Spaß gemacht, gefällt mir gut und kann in vielen Situationen extrem hilfreich sein, wo man eben Bewegungsfreiheit braucht, keine Kabel, ja, mit zwei Leuten gleichzeitig an eine Quelle, völlig kabellos, das ist eine feine Sache. Von daher finde ich das Produkt hier gut, aber nicht perfekt. Ja, so ist das eben im Leben. Also, Link hier unten in der Videobeschreibung. Das wäre es gewesen. Das war mein Test zum Magic Mic 3. Ein gutes Produkt, wie ich finde. Und tschüss.